So, oh, da! Und damit herzlich willkommen! Nichts, mach nur weiter! Wir kommen zurück zum Schluck-Simulator Onkel 2000. Was? Warum Schluck? Schluck-Simulator? Was redest du da denn? Okay, gut, okay, ich habe mich vertan. Ich meine, den Seifenaufhebesimulator 2000 mit dem Onkel und dem Paul, die natürlich tatenkräftig schon dabei sind und. Komm, rede weiter. Ich mach mich ganz sehr unbeliebt. Rede weiter. Ich habe nichts zu tun. Ja, irgendwie sowieso weiter. Nicht, aber du stellst uns wenigstens einen Server. Der Rest ist uns egal. Alter. Was? Ja. Gut. Oh, ernsthaft. Kevin. Och, wie das halt total übersteuert ist, das Ding. Er stand einfach so provokant vor mir. Das musste einfach sein. Warte. Hä? Ich grad... Was? Ich hab mir noch... Hä? Was war denn das jetzt gerade? Kevin, du bist so scheiße. Hä? Was ich hatte einen Teleporter, hab die falsche Taste gedrückt und hab den Marker hier hingesetzt nochmal. Ich wollte mich wegporten. Ah, Mann. Ich wollte mich wegporten und dann nicht erschießen, ey. Oh, Kacke. Da stand doch jemand in der Ecke da. Naja. Ja, Mann. Wo war das hin? Das war höchst professionell, was er da gemacht hat. Ja, ich wollte zumindest mal einen Teleporter ausprobieren. Du hast gut probiert. Ja, hat nur nicht funktioniert. Mhm. Aber dafür ist Paul elegant verreckt. Danke. Voll den Zug in die Fresse. Ja, die Chance konnte ich mir nicht hingehen lassen. Das musste so passieren, wie es passiert ist. Ja, stimmt. Paul ist Trader. Ja. Ja, Paul ist Trader. Definitiv. Genitiv. Was? Genital. Ach, Kevin wieder, Mann. So sexistisch, der Junge. Echt, ey. Was? Den kannst du nicht auf kleine Kinder loslassen. Fällt immer gleich auf, dass der daheim nicht zum Schuss kommt. Einmal, da war er blau, da ist allerdings nichts mehr davon. Ich hab immer noch diese blöde Mac hier. Onkel, ja. Roll dich zusammen und geh in den Graben. Sei still. Was? Was? Nee. Onkel, Trader Shop? Nee. Ich raff grad nicht die Waffen hier. Ach, die Mac 10 ist das, alles klar. Die Map allein schon ist schon irgendwie störend. Alter! Die ganzen Türen hier! Ja! Ach. Oh, ich hab hier. Was denn? Der rennt mir die ganze Zeit in der. Wo geht's hier? Schön stehen geblieben im Trader Shop, die Drecksau. Ja, guck, ich geh jetzt in den Trader Shop, guck. Trader Shop. Mein Gott, ich guck hier, ich kam gerade mit den Waffen nicht klar. Mein Hirn ist heute AFK, Mann, das wisst ihr jetzt doch. Jetzt hätte der Zug kommen müssen, ey, ich hätte so gelacht. Heute? Ja, heute. Guck mal, ich gehe in den Twitter-Shop. Paul war aufgeschossen. Das wäre super geil gewesen. Ah, na, endlich habe ich eine ordentliche Waffe hier. Alter, Paul, ey, musst du mir immer hinterherlaufen. Habe ich gerade den Weg gefunden, weißt du, und Paul kommt so: Das ist wie eine Kletter am Arsch, wie eine Klabusterbeere, ey. Nee. Ich bin besser. Du kannst abziehen, aber die klammern sich immer noch, ey. Meine Güte. Ja, da kommst du nicht rein, das sind Fake-Türen. Ja. Du kommst nirgendwo rein, du. Der Alter, Hä? Was sagt ihr denn ständig? Warum? Mein, ich heiße nicht Onkel. Onkel. Natürlich, der Onkel. Der Onkel mit dem Verunkel. Also dieses Haus ist hier total verwirrend. Verwirrend. Nein! Hä? Alles gut? Kevin!
Ja, na, ja, ist klar. Der Paul hält sich da in dunklen Gefilden auf. Ich, Kevin, nein, ich nein! Bin, ich habe immer das Gefühl, dass ich immer im Kreis laufe hier. Das ist voll der Kreislauf hier. Hast du mir aufgefallen, der Onkel ist plötzlich viel, viel leiser als sonst. Ne? Er redet gar nicht mehr so viel. Ja, weil, ey, hallo. Weil er Twitter ist. Er versucht, ja. Er versucht zwanghaft etwas zu erzählen. Er versucht Trumphaft. Fake News. Fake News? Fake News. Nicht was? Fake. Achso, Entschuldigung. Analaconda. Ah. Das kann man wegballern. Ja. Mal krass. Ich, ich würde sagen, heute ist der Boden drin. Ah. Alter. Bing, bing, bong. Wer war das? Onkel? Paul? Einer muss es ja gewesen sein. Ting, chang, chong. Was mache ich denn jetzt? Ich werde mal, glaube ich, einfach den nächstbesten erschießen. Der Twitter hat noch sehr lange Zeit, das ist das Problem. Verdammt! Na, wie ist es denn jetzt? Problem ist, der Zug ist relativ neu, das heißt, jeder möchte den mal ausprobieren. Und da ich die Farbe des Zuges nicht sehen konnte, kann ich keine Rückschlüsse ziehen. Weil Paul hätte bestimmt einen braunen Zug. Alter! Aber wobei, es ist ein bisschen hört. Ich glaube, der Onkel ist es mit den ganzen Granaten hier. Onkel? Onkel? Alter. Er hat den ganz illegal. Ich bin der Boss. Dann netz will ich mich mit den Kindern messen. Tschüss. Eieiei. Mann. Scheiße, ich hätte doch einfach sitzen bleiben sollen in den Büschen. Scheiße, ich konnte keinen Boombody mehr machen. Ich wollte jetzt hier einen Boombody eigentlich hinlegen. Wäre auch gut gewesen. Aber nicht, wenn Kevin campt, wie so ein harter Roller. Was denn? Ich rockte da relativ sicher. Ich wollte jetzt mal abwarten, was hier passiert. Aber nach der zweiten oder dritten Granate dachte ich mir, das müsste Onkel sein. Stimmt, ich muss mir das mal abgewöhnen. Ne? Das ist auch wieder so ein Zeichen von mir, dass ich da auf dem Netz bin. Ja, du bist der Einzige, der dich schon hier rumwirft. Naja, außer am Anfang. Da wirft sich jeder. Na klar, es lebt ja auch noch jeder am Anfang. Ich glaube, in unserer Konstellation ist es sowieso egal. Meinst du? Man hätte sowieso den nächstbesten erschossen. Ja. Aber da muss man natürlich, das ist halt der Vorteil, wenn du mit drei Leuten spielst, musst als Twitter dann erstmal gucken, dass du wie du die Leute voneinander trennst. Mhm. Ja, ne? Alter, Onkel. Nochmal. Onkel mit O. Onkel. Onkel. Mann. Onkel. Der Onkel mit dem Vorunkel. Alter, ich kriege voll Schaden. Danke. Cool. Das gibt's ja nicht, ey. Schäme dich. Schäme dich. Paul. Ja. Ist das Paul? Durch den Zaun kann ich deinen Namen nicht lesen. Ich weiß, ist das ein Quark? Ich weiß, dein auch nicht.
Warum? Durch einen Zaun? Ja, da ist so ein Gitter und da kannst du dann, kannst du dich einen Namen durchlesen, wenn du drauf zielst. Deswegen brauchst du jetzt ziemlich kompliziert herauszufinden, ob es der Paul wirklich war. Hä, der war doch gerade noch. Ach, hi! Ja, natürlich. Geh doch mal, hör doch mal. Hör, ey, Alter, geh doch mal. Jetzt, Was macht die, Onkel, was macht die denn dazu Onkel wieder? Schokolade! Ah! Onkel, Paul war's. Paul war's. Definitiv. Mhm. Alter, hör jetzt auf. Mach das einmal und ich erschieß dich. Ich hab's gesagt. Hast du ihn jetzt erschossen? Ja, lieber Kevin, kleiner Trader. Hä? Hast du ihn jetzt ernsthaft erschossen? Ich hab gesagt, er soll... Oh, Alter. Gott. Schade, es hätte ja auch sein können. Ich wollte einfach mal, abdrücken. Entschuldigung. Ja, ich gerade. Was mache ich denn jetzt am besten? Ach ja. Was nehmen wir denn? Weiß ich nicht, Kevin. Entscheide dich. Entscheide dich weise. Der kann ich ja nicht. Ach komm, nehmen wir das. So, naja, könnte jetzt eigentlich hier bleiben, bis die Zeit abgelaufen ist. Könntest du. Könnte ich machen. Ich habe nämlich ein Radar. Oh. War das schlecht. Das ist schlecht. Ernsthaft. Ja, ich muss aber gucken, das Radar zeigt mir ja nicht deine genaue Position an. Also nur verzögert. Alter, mein... Hä? Alter! Mann! Fuck! Alter, ich habe extra eine Doorbomb gelegt. Also ich dachte, du gehst, kommst durch die andere Tür. Ey. Am Haupteingang. Der wäre in die Luft geflogen sonst, ey. Paul, Paul ist jetzt sauer. Paul, bist du sauer? Fick dich. Es musste sein. Das gibt's doch nicht. Warum? Wo bist du? Oh, erst die Couch. Ja, ich bin die Couch. Paul ist die Couch. Ja, hier die Dormbomb. Mann, das wäre so geil gewesen. Ich wollte mal ausprobieren. Mhm. Aber hier sind so viele verfickte Türen. Bei jeder Tür hätte es passieren können, ey. Mann, das geht auf anderen Messen, glaube ich, besser. Mhm, genau. Was? Ach, du kannst mir mal. Was? Genau. Ich glaube, ich bin sowieso jetzt, wenn ich dem Paul begegne, sowieso tot. Ich habe das Gefühl zumindest. Also wenn ich Trader bin, ja. Wenn nicht, lebst du noch ein bisschen. Na, da ist Paul. Hallo, Paul. Hallo. Da bin ich erstmal ich dran. Ich bin noch aber ich bin halt, ich bin... Paul! So, Kevin, damit hätten wir das schon mal geklärt. Oh, okay. Also Onkel Trader. Ja. Ja, jetzt müssen wir uns noch einig werden. Nee, werden wir nicht. Wo haben wir denn hier bitte? Das ist die Waffe. Nee, ich will die Waffe haben. Nein, wir werden uns nicht einig. Das war's mir wert. Leck mich! Oh! Blöde Idee! Alter! Hä? Was war das denn jetzt? Ah, wow, toll! Paul! Hey! Alter, ich wollte ihn mit dem Riegel erschießen! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ah, das war eine blöde Idee. Ich glaube, nach der Map beenden wir heute lieber erstmal die TTT-Aufnahme, oder? Weil wir machen irgendwas anderes. Das Spiel von Ben und Ed. Ja, weil das ist ja dann heute echt. Hasala. Das ist ja heute echt nicht mehr feierlich. Schau, was hier warum? Passiert. Ich find's lustig. Ja. Wir reißen nicht, aber wir haben Spaß. Das ist ja die Aufgabe. Ja. Das ist richtig. Aber ich hab's dir gesagt, wenn ich Trader bin, bist du tot. Ja. Ich hab's gesagt. Das ist super. Das ist ja, also ich finde auch, wir drei, wir können auch, glaube ich, gut zu dritt spielen. Das geht auch. Ja.
aber es wäre schon schön, wenn man sowas Ekliges wie ja. Kobi dabei hat zum Dissen. Man kann keine Zero-Spielchen spielen. Warum hast du denn so ein rotes Gesicht? Warum hast du so einen hässlichen Schädel? Wegen? Weil? Tschüss. Ja. Der Traitor ist. Nee, das kann ich. Warum nicht? Ja, weil ich Traitor bin. Ach so. Ach, guck mal. Gar nicht, ich bin Traitor. Nein, ich bin Traitor. Gar nicht, ich bin Traitor. Ich bin Traitor. Nein, ich bin Traitor. Nein, ich bin Traitor. Ich will mein Traitor sein. Nein, das ist halt Kevin. Okay. Ja, das wäre jetzt lustig, wenn ich jetzt wirklich Traitor wäre. Aber ich bin's nicht. Machen wir uns jetzt, einigen wir uns drauf. Kevin ist es. Kevin ist es. Kevin ist es. Na, was? Hä? Hallo, Paul? Onkel? Hallo, Paul. Hallo. Hallo, Paul. Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. Das Schlimme ist, wegen eurem scheiß Spielchen weiß ich jetzt echt nicht. Was für Spielchen denn? Welche Spielchen? Wir sind wirklich Traitor. Ja. Also echt? Ich glaube, Onkel ist. Hä? Warum? Weil Paul gerade Traitor war. Achso, na dann wirst du schon recht haben. Ja. Ja. Definitiv. Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Also weil Paul war gerade Traitor. Ich war gerade Traitor und deswegen kann eigentlich jetzt nur Onkel Traitor sein. Genau, weil. Ich müsste aufpassen, was Kevin mit dir anstellt, ey. Ja. Warum habe ich keinen Diskombulator dabei? Mann, ist voll doof. Liegt hier irgendwo noch einer rum? Disco, Pogo, Klingelingeling. Ding. Und alle Kevin singen. Schieß mal mit deiner Pistole. Wo denn? Hier. Gut. Tut, tut. Nein. Oh, das wäre geil gewesen. Oh. Oh. Ja, gut. Einer von beiden wird eh nicht antworten. Wer hat dir jetzt in die Hose geschissen? Irgendeiner muss es ja sagen, ich behalte. Hm? Das Schlimme ist, 7 Minuten. Mach doch einmal ruhig, hättest du die Presse nicht gehalten. Der Satz war jetzt auch, da geht auch eine Anal ein. Einer von euch beiden wird sowieso nicht antworten. Hä? What the fuck? Leck mich doch. Ja, stimmt, das war echt auffällig, ne? Dass ich von mal leise war. Einer von euch beiden wird sowieso nicht antworten. Ja, das kannst du nicht von der Hand weisen. Das ist eine Tatsache. Ja. Das ist eine Tatsache. Gut definiert, Sherlock. Ja. Sherlock. Sherlock. Kellogg. Analnuss. Was du mit dem Anal hast? Mein Gott. Ja. Nimm mal den Stock aus dem Arsch. Nee, aha, nicht. Ich froh, dass er den drin hat. Was meinst du, wie schlimm das wäre, wenn er rausfällt? Aha, ihr kriegt aber das Bein so ab, du. Warte mal. Das Ding kann nicht rausfallen. Mhm. Warte ab, wenn wir mal hier zusammen eine Grillparty machen, dann siehst du mal eine richtige Wurst. Oh je. Scheiße auf den Grill oder was? Das wäre so. Was zum Ausmachen? So, Feuer. So Sprühfeuer. Ja, hey, ja, warten wir das jetzt eigentlich? Ach, guck mal, alle beide hier. Ja, ja. Ja, du hast doch alle lila T-Shirt an die Vore. Hab ich auch? Hab ich bin übrigens Trader. Alle. Achso, na dann. Oh Gott, Entschuldigung, nein. Oh Gott, ich hab voll vorbeigeschossen. Warum hat er das denn noch nicht? Warum? Alter, einmal auf damit. Wow, okay, jetzt nochmal alle einen Schuss frei. Oh Gott. Boah, nee. Also ich glaube, da wird heute nichts mehr hier mit ordentlichen TTT-Runden. Ich glaube, wir machen heute mal lieber... Was muss das sein? Boah. Ich finde die so geil, die Waffe. Oh Gott. Auch so eiskalt durchgezogen, das bin ich jetzt gerade. Alter, was ist schlecht? Oh,
Naja. Ja gut, machen wir Feuer. Ja. Alles klar. Hallo, was schön. Tschüss.